jedem deutschen Moderator wird eine solche Ehre zuteil. Die ARD widmet Jürgen von der Lippe, bei denen singe ich Balladen, Geschichten und Glossen, zum 70. Eine dreistündige Samstagabendshow. Am 9. Juni, einen Tag nach seinem runden Geburtstag, zeigt das erste die Gala, Mensch Jürgen, um 20.15 Uhr, moderiert von Jörg Pilawa, 52. Der Sender gab zumindest ein paar Hinweise, was darin passieren wird, Aktionen aus seinen bekanntesten Shows wie Geld oder Liebe, Geschenke und Fotos aus dem Leben und der Karriere des Komikers. Auch eine Gästeliste ist bekannt: Annette Frier, Jürgen Vogel, Horst Lichter, Kristall, Ina Müller, Caroline Kebekus, Andreas Gabalier, Karl Dall, Marika Amado, Michael Schanze, Johannes Erding, Henry Maske, Marcel Nguyen, Jane Comerford und das WDR-Funkhausorchester gratulieren dem Ehrengast. Comedy mit einem gehörigen Schuss Nostalgie und sicherlich auch ein bisschen Bauchpinselei, wenn das einen vergleichbaren Erfolg hat wie Frank Elstners Show zum 75. Im vergangenen Jahr füllt die ARD ihren Samstagabend womöglich regelmäßig mit Geburtstagstributen. Jürgen von der Lippe, mit bürgerlichem Namen Hans-Jürgen Dorenkamp, hat in knapp 40 Jahren TV-Karriere der deutschen Fernsehlandschaft seinen eigenen, Hawaii-Hemdbunden Stempel aufgedrückt. Ein Workaholic, der gerne polarisiert. 1980 begann seine Fernsehkarriere, zu einem Zeitpunkt, an dem er sich als Komiker und Musiker längst einen Namen gemacht hatte. Im WWF Club gab er den Hausmeister, bis er mit So ist es 4 Jahre später seinen großen Durchbruch hatte. Es folgten Kultsendungen wie Donnerlippchen und Ende der 80er schließlich der Dauerbringer Geld oder Liebe. Es folgte ein Potpourri an Talkshows, Wart is, Literatursendungen, Was liest du, Pendelschuss, Frage den Lippe, Spielschuss, Extreme Activity, Gastauftritten und diversen Bühnenprogrammen sowie Alben. Festlegen ließ er sich nie, und dass bei weitem nicht jedes Format von Erfolg gekrönt war, scheint für den Entertainer weit weniger gravierend als Schwiegermutters Liebling zu sein. Ich habe immer polarisiert, und ich habe immer gerne polarisiert, sagte er dem WDR. Diejenigen, die einen mögen, sollten immer in der Überzahl sein, räumt er ein, aber wenn alle sagen, ganz nett, das ist der Tod. Sein Lohn für die Mühen, ein Schrank voller Preise, vom Bambi über die goldene Schallplatte bis hin zum Grimme-Preis. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Wenn es um seine Arbeit geht, spricht er selbst von, sucht Charakter. Es ist das, wofür ich geboren bin, und ich habe überhaupt keine Lust, damit aufzuhören, so Jürgen von der Lippe. Eine große Liebe, mit kleiner Unterbrechung. So bunt seine Karriere, so unspektakulär sein Privatleben. Lediglich seine Blitzehe mit Margarete Schreinemakers, 59, Ich will das Leben küssen, im Jahr 1986 weckte das Interesse der Klatschpresse. Doch dass sie 2 Jahre später scheiterte, hatte einen simplen Grund, der nicht zum Skandal taugt, Schreinemakers wollte Kinder, von der Lippe nicht. Schreinemakers ist heute Mutter von 2 Söhnen, von der Lippe blieb kinderlos und widmete sich voll und ganz seiner Karriere. Er kam schließlich wieder mit seiner ersten Ehefrau Anne Dorenkamp zusammen, mit der er bis heute glücklich ist. Ihr Geheimnis: getrennte Wohnungen, wie er in der Sendung Beckmann einst verraten hat. Auf diese Weise müsse man sich immer wieder verabreden, das ist wie Fremdgehen, nur immer mit derselben,